Hallo und ich begrüße Sie zu unserer zweiten Sitzung zum Thema Syntax oder insgesamt zu unserer 12. Sitzung, insgesamt in unserer Einführung in die Sprachwissenschaft, und heute wird es gehen um die Wortarten. Letztes Mal haben wir uns damit beschäftigt, was ein Satz ist, welche Satzarten es gibt, welche Satztypen es gibt. Das heißt, wir haben uns mit der grundlegenden Einheit der Syntax beschäftigt. Heute gehen wir wieder zurück eine Stufe auf die atomaren Einheiten, auf diese kleinen Legosteine, aus denen wir Sätze bauen, und schauen uns an, in welche Kategorien wir diese einzelnen Wörter eigentlich einordnen können. Und in dieser Hinsicht schauen wir uns drei verschiedene Wortartklassifikationen an, die für das Deutsche relevant sind. Nun fange ich gleich an mit diesen unterschiedlichen Kategorien, in die wir die kleinen Wörtchen eintüten können sozusagen. Und es muss gleich gesagt werden, dass auch hier nicht alle Wissenschaftler der gleichen Meinung sind, wie viele Wortarten im Deutschen vorhanden sind, wie viele Wortarten im Deutschen, wie viele dieser Kategorien wir vorfinden. Die Meinungen unterscheiden sich. Es gibt Meinungen dazu, dass wir 10 Wortarten haben, 8 Wortarten haben, 11 Wortarten, 5 Wortarten. Und es geht sogar so weit, dass einige vorschlagen, 24 und sogar mehr Wortarten zu unterscheiden. Und in dieser Hinsicht ähneln sich ein bisschen diese Kategorisierungen oder diese Vorschläge zu Kategorisierungen der alten chinesischen Einteilung der Tiere. Vielleicht haben Sie schon mal davon gehört. Ich möchte damit einfach nur illustrieren, dass jede Klassifikation auf Kriterien beruht oder auf Kriterien basiert, die nicht unabhängig davon sind, welche Perspektive wir darauf einnehmen und in welchem Bereich wir überhaupt arbeiten, welchen theoretischen Zugang wir zu unserem Untersuchungsgegenstand haben. Also ich zitiere einfach nur die Einteilung der Tiere aus der alten chinesischen Dynastie. Zum Beispiel hat man damals unterschieden zwischen Tieren, die dem Kaiser gehören, den einbalsamierten Tieren, den getämten Tieren, den Milchschweinen, den Sirenen, den Fabeltieren, den herrenlosen Hunden, in diese Gruppierung gehörige, die sich wie tolle Gebärden, die mit ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind, und weitere. Also Sie sehen hier, ist es eine Einteilung der Tiere oder eine Klassifikation der Tiere, die eigentlich sehr wenig damit zu tun hat, was wir heute in der Biologie, in der Zoologie vorfinden. Und ein bisschen ist es ja auch so mit den Wortarten. Man muss sich erstmal dafür entscheiden, welche Art, welches Kriterium der Klassifikation zugrunde liegt, und dann aufgrund dieses Kriteriums oder dieser Kriterien entscheiden, was passiert. Na gut, so durcheinander sind unsere Wortartklassifikationen im Deutschen nicht, denn wir befinden uns ja in einer wissenschaftlichen Disziplin Linguistik, aber es gibt mehrere Klassifikationen, von denen ich Ihnen drei vorstellen werde und auch die Stärken und die Schwächen dieser Klassifikationen ja auch besprechen werde. Was ist nun eine Kategorie oder eine Wortart nach? Ja, was sind das eigentlich, diese kleinen Tüten oder diese kleinen Säckchen, in die wir die Wörter eintüten? Wortarten werden als lexikalische Kategorien definiert. Das heißt, das sind die Kategorien, die wir verschiedene Lexeme einordnen. Es ist nichts anderes als Klassen von Wörtern, die nach bestimmten Kennzeichen oder Kriterien als gleich oder mindestens ähnlich klassifiziert werden können. Und bereits hier in dieser Definition sehen Sie, dass die bestimmten Kennzeichen oder Kriterien relevant sind. Und die Kriterien, die für das Deutsche besonders relevant sind, sind die drei folgenden, die morphologischen Kriterien, die zu einer morphologisch basierten Klassifikation führen, wobei die Flexion der Wörter ausschlaggebend ist, die syntaktischen Kriterien, wobei die Distribution oder die Verteilung der Wörter im Satz ausschlaggebend ist. Und die letzte, die wir heute besprechen werden, beziehungsweise mit der wir heute anfangen, ist die semantische Klassifikation. Und da geht es vorrangig um die Bedeutung der Wörter. Was sind die semantischen Kriterien? Nach welchen semantischen Kriterien kann man die Wörter denn voneinander unterscheiden? Zum Beispiel können wir sagen, ein Wort bezeichnet ein Objekt oder eine Substanz. Daher ist dieses Wort ein Dingwort oder ein Substantiv. Ja, Wörter, die Objekte bezeichnen, wie Tisch, Stuhl,
Ur und so weiter sind Substantive. Wörter, die eine Eigenschaft beschreiben. Das heißt, ein rotes Kleid, ja, sind wie Wörter oder Adjektive. Ja, Sie erkennen, Substantiv und Adjektiv sind ja Wortarten. Und hier versuchen wir, diese Wortarten durch die semantischen Eigenschaften, die sie tragen, zu beschreiben. Man kann auch sagen, ein Wort bezeichnet einen Prozess oder einen Vorgang oder eine Handlung. Und dann ist dieses Wort ein Tu-Wort vom Verb tun oder ein Verb. Und das letzte Beispiel, das ich Ihnen noch zu den semantischen Kriterien bringe, man kann sagen, wenn wir eine Präposition haben, wie zum Beispiel in oder auf oder an, dann können wir sagen, dass dieses Wort eine Relation zwischen anderen Elementen bezeichnet. Zum Beispiel zwischen Substantiven, wenn ich sage, eine Tasse steht auf dem Tisch. Ja, dann ist dieses auf eine Relation zwischen der Tasse und dem Tisch. Also drückt eine Präposition eine Relation zwischen anderen Elementen aus. Intuitiv ansprechend, doch wenn es um die Details geht, ziemlich problematisch. Die semantische Klassifikation ist diejenige, die am meisten Probleme bringt, wenn wir Wörter tatsächlich voneinander unterscheiden wollen und so wenig wie möglich ganz klar abgegrenzte Kategorien haben wollen in einer konkreten Sprache. Nehmen wir solche Wörter wie zum Beispiel die Handlung, die Tat, der Sprung, der Lauf. All diese Wörter bezeichnen einen Prozess oder eine Handlung. Nach der semantischen Klassifikation müssen wir sie eigentlich als Tu-Wörter oder als Verben bezeichnen. Nun sind sie aber keine Verben, wie Sie mir auch zustimmen werden, denn ich habe diese Wörter ja auch mit einem Artikel verwendet, die Handlung. Also wissen wir, es ist eigentlich ein Substantiv des Deutschen. Also irgendetwas ist in dieser semantischen Klassifikation nicht ganz sauber. Ein weiteres Beispiel für die Schwierigkeit sind solche Wörter wie zum Beispiel die Schönheit, die Müdigkeit, die Freundlichkeit, wo wir wiederum ein Wort mit dem Artikel verwenden und denken, okay, das ist ein Substantiv, aber diese Substantive bezeichnen Eigenschaften. Also wie ist etwas? Schön, müde, freundlich. Also sollten wir sie als Adjektive bezeichnen. Das sind eben die Probleme, vor die eine semantische Klassifikation gestellt wird. Deswegen, aus diesen Gründen, aus diesen problematischen Aspekten ergibt sich, dass die semantische Klassifikation nicht ganz verlässlich ist für die Einteilung der deutschen Wörter in die Wortarten. Was macht man da? Man macht etwas, was wir schon kennengelernt haben, und zwar in der Flexionsmorphologie, als wir darüber gesprochen haben, welche Flexionskategorien des Deutschen es gibt. Das heißt, jetzt kommt eine kleine Wiederholung für Sie. Die morphologische Klassifikation basiert auf der Eigenschaft, bestimmte Wörter flektieren zu können oder ihre Formen verändern zu können, aus Lexemen Wortformen bilden. Eine kleine Erinnerung, Flexion ist die Bildung unterschiedlicher Wortformen eines Lexems zum Ausdruck bestimmter morphosyntaktischer Kategorien. Sie erinnern sich sicherlich. Und sicherlich erinnern Sie sich ja auch an dieses Schaubild, wo ich Ihnen gezeigt habe, dass alle Wörter eigentlich nach der Kriterium flektierbar und nicht flektierbar unterschieden werden können. Entschuldigung. Wobei wir alle nicht flektierbaren Wörter in so einen Mülleimer geschmissen haben und uns damit nicht weiter beschäftigt haben. Heute werden wir uns damit ja auch weiter beschäftigen. Aber nochmal zur Erinnerung, die flektierbaren Wörter unterscheidet man nach der Konjugierbarkeit und Deklinierbarkeit. Und die deklinierbaren wieder können entweder ein fixes Genus haben oder ihr Genus anpassen in Bezug darauf, in welchem Kontext sie verwendet werden. Und wiederum diejenigen, die ihr Genus anpassen, können komparierbar oder nicht komparierbar sein. Und so sind wir eigentlich bei unseren 5 grundlegenden Wortarten, die flektieren können, angekommen. Verb, Nomen, Adjektiv und Pronomen und Artikel. Jetzt zu jeder einzelnen Wortart noch eine Kleinigkeit. Also, die Verben flektieren nach bestimmten morphosyntaktischen Kategorien oder nach den Konjugationskategorien wie Tempus, Modus, Genus, Verbe, Person und Numerus.
sodass wir an einer Form wie zum Beispiel gehst auch gleich erkennen können, es handelt sich um zweite Person im Singular, Tempus Präsens, Modus Indikativ und Genus Verbi Aktiv. Also es handelt sich um ein Verb, weil wir eben an einer verbalen Form bestimmte Kennzeichen erkennen. Und diese Kennzeichen sind diese morphosyntaktischen Kategorien. Bezug auf das Verb lässt sich noch sagen, dass wir unterschiedliche Arten von Verben haben im Deutschen. Wir unterscheiden zwischen Vollverben, abgekürzt mit VV, wie zum Beispiel lesen, gehen und schlafen, die alleine einen Satz bilden können und autonom sind sozusagen. Sie tragen selbst eine Bedeutung, sie können als Kern eines Satzes funktionieren. Kopularverben dagegen, die mit KV abgekürzt werden, sind drei Verben des Deutschen, sein Verben und bleiben, die nicht alleine stehen können. Sie brauchen immer eine Adjektivphrase, eine Nominalphrase oder eine Präpositionalphrase, damit sie eine vollständige Prädikation bilden können. Ich sage jetzt noch nicht so viel dazu, weil wir nächstes und übernächstes Mal mehr dazu erfahren werden und überhaupt erfahren werden, was eine Adjektivphrase, was eine Nominalphrase ist und so weiter. Wichtig ist in diesem Moment, dass diese Verben nicht alleine stehen können, aber kein weiteres Verb für die Prädikation brauchen, sondern ein anderes Element, wie zum Beispiel Adjektiv, Nomen oder Präpositionalphrase. Hilfsverben oder Auxiliare sind Ihnen wahrscheinlich schon bekannt. Das sind die Verben werden, sein und haben im Deutschen, die ein zusätzliches Vollverb brauchen. Das heißt, sie können auch nicht alleine stehen, die sind nicht autonom. Aber sie brauchen für eine vollständige Prädikation ein Vollverb im Infinitiv oder im Partizip. Ja? Zum Beispiel ist haben mit Partizip 2 ein Perfektauxiliar oder eine Perfektform des Deutschen. Und werden plus Infinitiv ist eine Futurform des Deutschen, Futur, Tempus Futur. Verben plus Partizip 2 dagegen ist eine Passivform des Deutschen. Und die letzte Gruppe der Verben, die ich Ihnen heute vorstelle, sind die Modalverben. In der Regel werden die zu der Kerngruppe die 6 Modalverben gezählt, wollen, mögen, müssen, dürfen, können und sollen. Diese Verben können auch nicht alleine stehen. Das Besondere an ihnen ist aber, dass sie ein Vollverb im Infinitiv ohne zu dass sie sich mit einem Infinitiv ohne zu verbinden. Ich will ein Eis essen. Ja? Ich muss meine Hausaufgaben machen. Also das sind die 4 grundlegenden Unterteilungen innerhalb der großen Wortart Verb. Wieder eine kleine Wiederholung, die Nominalinflexionskategorien oder die sogenannten Deklinationskategorien sind die Kategorien Numerus, Kasus und Genus. Das heißt, wenn wir vor uns ein Wort haben, wie zum Beispiel den Jungen, dann können wir daraus ablesen, dass dieses Wort im Kasus Dativ, im Numerus Singular und im Genus Maskulinum steht. Maskulinum ist hier in Klammern, weil wir ja gelernt haben, dass die Substantive ein fixes Genus haben und das nicht verändern können. Dagegen sind Artikel und Pronomen kein fixes Genus, sondern sie passen sich eben an das Nomen an, mit dem sie sich verbinden oder das sie substituieren. Und hier kommt der entscheidende Unterschied zwischen Artikel und Pronomen. Artikel sind sogenannte Begleiterwörter zu Substantiven. Ja? Wir können sagen, das große Haus oder dieses große Haus. Und in diesem Fall handelt es sich um einen bestimmten Artikel oder um einen Demonstrativartikel. Denn diese Wörter können nicht alleine stehen. Das heißt, ich kann nicht einfach nur sagen, das statt das große Haus oder dieses. Ich brauche ein Nomen dazu. Hier habe ich versucht, das in einem kleinen Diagramm darzustellen. Ein Artikel begleitet immer ein Substantiv. Auf der anderen Seite ist ein Pronomen ein Stellvertreter. Es substituiert ein Substantiv, sodass wir statt das große Haus einfach nur es sagen können im nächsten Satz, wenn wir es wieder aufnehmen. Oder das. Vorsicht, nicht verwechseln. Dieses das ist ein bestimmter Artikel und dieses das ist ein Demonstrativpronomen. Ja, das können wir benutzen, um einfach auf die gesamte Nominalphrase, das große Haus, zu referieren. Wir können sagen, gestern habe ich ein großes Haus gesehen, das hat mir gefallen.
In diesem Sinne. Und hier ist es dargestellt wiederum in einem Diagramm. Ein Pronomen steht für ein Substantiv, während ein Artikel mit einem Substantiv verwendet wird. Das ist der große Unterschied. Und übrigens ist es bereits keine morphologische Eigenschaft von Artikel und Pronomen, sondern eine syntaktische Eigenschaft. Denn es geht darum, ob etwas in einem Kontext innerhalb eines Satzes eine bestimmte Position einnimmt und irgendwie die Plätze tauschen kann. Aber zu den syntaktischen oder distributionellen Kriterien kommen wir nochmal. Wichtig ist nur, dass wir an dieser Stelle die rein morphologische Klassifikation bereits verlassen haben und mit syntaktischen Begriffen operieren, wo es darum geht, die Kombination und die Substitution der Wörter oder der Phrasen untereinander zu untersuchen. Adjektiv. Kein fixes Genus, ja? Numerus und Kasus, wie bei allen anderen nominalen Kategorien. Das Besondere am Adjektiv ist, dass wir es komparieren können. Ja, und wir haben drei Stufen der Komparation, positiv oder neutral, komparativ und superlativ. So dass ich, wenn ich ein Adjektiv älteres in einer Syntagma ein älteres Haus habe, daran erkennen kann, dass es im Numerus Singular, im Nominativ oder Akkusativ, die ja zusammenfallen beim Neutrum und Komparativ steht, dieses Adjektiv. Ja? Das heißt, ich kann aus den morphosyntaktischen Kategorien ersehen, welche Wortart vor mir liegt. Ja? Wenn ich deklinieren kann, wenn ich Genus verändern kann, wenn ich komparieren kann, habe ich ein Adjektiv vor mir. Ja, das sind alles Tests, die wir ja auch einüben werden, um die deutschen Wortarten voneinander zu unterscheiden. Nun haben wir gesagt, okay, jetzt können wir Verben, Nomen, Adjektive, Pronomen und Artikel voneinander unterscheiden, aber es gibt weit mehr Wortarten im Deutschen, die nicht nach morphologischen Kriterien unterschieden werden können, weil sie eben nicht flektieren, weil ihre Lexeme und Wortformen immer identisch bleiben. Was macht man da? Das heißt, wir sind jetzt in diesem Abfalleimer, der entstanden ist dadurch, dass wir in der morphologischen Klassifikation einfach die erste Unterscheidung aufgemacht haben, flektierbar, nicht flektierbar. Das ist der Eimer der nicht flektierbaren Wortarten. Was machen wir nun damit? Wir unterscheiden sie nach anderen Kriterien, und zwar nach syntaktischen Kriterien, die vor allem das Verhalten der Wörter betrachten in Kombination mit anderen Wörtern innerhalb eines Satzes. Es geht hier darum, ob die Wörter verschoben werden können innerhalb eines Satzes. Es geht darum, ob die Wörter durcheinander substituiert werden können. Es geht aber auch darum, ob die Wörter weggelassen werden können. Das ist eine kleine Vorschau auf die sogenannten Konstituententests, die wir in der nächsten Lektion besprechen. Aber jetzt reden wir über das Verhalten einzelner Wörter zueinander, wenn wir sie miteinander kombinieren. Also alle nicht flektierbaren Wörter können wir unterscheiden nach dem Kriterium mit Satzgliedwert und ohne Satzgliedwert. Ich stelle erstmal die Kriterien vor und dann gehe ich jedes einzelne Kriterium nochmal durch mit Ihnen, um zu zeigen, was sie eigentlich bedeuten. Das heißt, es gibt bestimmte Wörter, die einen bestimmten Wert, eine bestimmte Funktion, einen bestimmten Status im Satz einnehmen oder haben. Und die anderen haben es nicht. Die Wörter mit Satzgliedwert und ohne Satzgliedwert kann man noch weiter unterscheiden. Und auf der Seite der Wörter mit Satzgliedwert kann man sagen, dass sie entweder den ganzen Satz modifizieren oder eben nicht den ganzen Satz modifizieren. Dazu komme ich ja auch gleich. Und bei den Wörtern ohne Satzgliedwert kann man sagen, dass sie entweder syntaktische Relationen realisieren, das heißt, sie sagen uns irgendetwas darüber aus, was die Relation zwischen den benachbarten Wörtern ist, oder eben sie sagen uns wenig darüber aus. Und die letzte Unterscheidung bei den syntaktischen Relationen realisieren, kann man sagen, sie sind mit oder ohne Kasusforderung. Und hier sollte es bei Ihnen im Kopf klingeln, Kasusforderung ist nichts anderes als das Phänomen der Rektion, den wir uns ja auch schon in der Morphologie angeschaut haben.
Also, wendet man diese Kriterien an, kann man im Deutschen weitere fünf Wortarten voneinander unterscheiden. Das Modalwort, das Adverb, die Präposition, die Konjunktion und die Partikel. Ja? Und jetzt gehen wir diese einzelnen Kriterien nochmal genauer durch. Also was bedeutet es, einen Satzgliedwert zu haben? Wie im Schaubild gezeigt wurde, haben wir zwei Wortarten, die Satzgliedwert haben können. Das sind die Modalwörter und die Adverbien. In einem Beispielsatz, er wohnt vermutlich dort, ist vermutlich ein Modalwort und dort ist ein Adverb. Ja? Und wir sind hier in einer syntaktischen Klassifikation. Das heißt, wir reden nicht darüber, was diese Wörter bedeuten. Das heißt, wir reden nicht darüber, dass dort zum Beispiel auf einen Ort referiert oder die Frage wo beantwortet. Das wäre ein semantisches Kriterium. Wir reden hier über die syntaktischen Kriterien. Das heißt, was können wir innerhalb eines Satzes verändern, um zu schauen, ob diese Wörter tatsächlich eine syntaktische Rolle spielen im Satz. Wie gesagt, wir können die Plätze tauschen. Ja, wir können sagen, vermutlich wohnt er dort, funktioniert. Oder wir können sagen, dort wohnt er vermutlich. Das ist einer der wichtigsten Tests, um zu zeigen, dass dieses Wort eigentlich alleine einen Satzgliedwert hat. Ja. Nun gibt es verschiedene Satzgliedwerte. Die Modalwörter sind die sogenannten satzmodifizierenden Elemente. Und das kann man so überprüfen, dass wir sagen, okay, kann ich, er wohnt vermutlich dort, kann ich eine Entscheidungsfrage, Sie erinnern sich, was eine Entscheidungsfrage ist aus der letzten Lektion, das ist eine Frage, auf die man mit Ja oder Nein antworten kann. Und die Modalwörter haben die Eigenschaft, dass sie eben als Antworten auf Entscheidungsfragen fungieren können. Das heißt, auf die Frage, wohnt er dort, kann ich entweder ja antworten oder nein. Oder ich kann auch sagen, vermutlich. Ja? Das heißt, vermutlich modifiziert den ganzen Satz. Es ist vermutlich so, dass er dort wohnt. Adverbien auf der anderen Seite modifizieren nicht den gesamten Satz, sondern nur etwas innerhalb dieses Satzes. Ja? Man kann nicht sagen, wenn ich jetzt den gleichen Test durchführen würde, wohnt er dort oder wohnt er dort, mit dort kann ich diese Frage nicht beantworten. Ja? Ich brauche immer eine Ergänzungsfrage. Sie erinnert sich, was ein Ergänzungsfragesatz ist? Das ist ein Fragesatz, das ist ein Fragesatz, der eine zusätzliche Information erfordert oder nach einer bestimmten Information fragt. In diesem Fall ist unsere Frage wo natürlich relevant. Wir haben eine W-Frage, wo wohnt er? Dann können wir darauf antworten, dort. Wir können aber nicht auf die Frage, wo wohnt er, vermutlich antworten. Das sind doch zwei verschiedene Funktionen von Modalwort und Adverb, denn in Bezug auf den Satzgliedwert sind sie sozusagen gleichwertig. Sie haben einen bestimmten Wert in einem Satz, einen bestimmten Platz in einem Satz und diesen Platz dürfen sie wechseln. In welcher Systematik, das lernen wir nächstes Mal noch. Aber während die Modalwörter den ganzen Satz modifizieren, und somit als Antworten auf Entscheidungsfragen funktionieren können, modifizieren Adverbien nicht den gesamten Satz, sondern man sagt in der Regel, dass sie die Verben oder die Prädikationen modifizieren und als Antworten auf Ergänzungsfragen funktionieren können. Alle anderen Wortarten haben keinen Satzgliedwert. Wir können das gleich anschauen mit den gleichen Tests, die wir gerade durchgeführt haben, für vermutlich und für dort. Die Wortarten ohne Satzgliedwert sind Präposition und Konjunktion und natürlich die Partikel, aber zu der Partikel komme ich ein bisschen später. Eine Präposition ist zum Beispiel vor, in, an und auf. Ich habe hier die Präposition vor als Beispiel genommen. Er steht vor dem Bahnhof. Die Konjunktion, ich habe eine subordinierende Konjunktion genommen. Sie sehen ja, das Verb steht
auf der letzten Stelle im Satz. Das heißt, es handelt sich um einen Verb-Letztsatz oder einen Nebensatz. Also ist es eine subordinierende Konjunktion. Er steht vor dem Bahnhof, weil er auf mich wartet. Nun versuche ich diese Elemente mal alleine zu verschieben im Satz, um zu gucken, ob sie Satzgliedwert haben. Vor steht er dem Bahnhof oder er steht dem Bahnhof vor, funktioniert nicht. Ja? Deswegen haben wir dieses Sternchen hier, das uns anzeigt, dass es einen ungrammatischen oder unakzeptablen Satz des Deutschen liefert. Und vor steht er dem Bahnhof, er auf mich weil wartet oder er weil auf mich wartet oder er auf weil mich wartet, würde nicht funktionieren. Also ich kann weil nicht verschieben, es hat eine feste Position im Satz. Aber eine andere eben als Präposition. Was wir aber gerade gesehen haben, dass wir nicht mit einem autonomen Element zu tun haben, das ja auch eine eigenständige Rolle im Satz übernimmt, wie zum Beispiel dort oder vermutlich. Ja? Das heißt, wir müssen diese Elemente als Teil von etwas anderem annehmen, als Teil von größeren Einheiten im Satz annehmen. Und deswegen haben sie alleine keinen Satzgliedwert. Zu den Satzgliedern und den Tests noch nächstes Mal mehr. Die Präposition und die Konjunktion haben beide keinen Satzgliedwert, sie sind keine eigenständigen Elemente im Satz. Die unterscheiden sich voneinander in Bezug darauf, ob sie Kasus fordern oder nicht. Ja, es ging darum, ob sie syntaktische Relationen realisieren oder nicht realisieren. Und natürlich realisieren sie syntaktische Informationen in dem Sinn, dass eine Präposition etwas mit dem Substantiv macht, vor dem sie steht. Oder die Konjunktion etwas macht, das zum Beispiel uns anzeigt, dass es sich um einen Nebensatz handelt. Da sind die syntaktischen Relationen. Die unterscheiden sich aber voneinander in Bezug darauf, dass die Präposition die Kasusforderung oder die Rektion aufweist. Das heißt, wenn wir im Deutschen sind, wissen wir ganz genau, nach mit kommt Dativ, nach zu kommt Dativ, nach ohne kommt Akkusativ und nach in kann entweder Dativ oder Akkusativ kommen, aber nicht alle Kasus. Ja? Das heißt, haben wir eine Präposition, wissen wir ziemlich genau, in welchem Kasus das nachfolgende Substantiv verwendet wird. Ja? Deswegen sagen wir ja auch, dass die Präposition den Kasus regiert. Daher kommt das Wort Rektion. Die Konjunktion regiert keinen Kasus. Und deswegen sagen wir, dass es eine Wortart ohne Kasusforderung ist. Was macht eine Konjunktion? Eine Konjunktion leitet in der Regel einen Nebensatz ein, eine subordinierende Konjunktion, oder eine koordinierende Konjunktion wie und, aber, oder, die wir in der letzten Lektion kennengelernt haben, als wir uns mit der Parataxe und Hypotaxe beschäftigt haben. Die verbinden zwei Hauptsätze. Aber sie sagen uns nichts darüber aus, in welchem Kasus das nachfolgende Substantiv steht. Ne? Und selbst wenn ich mit einer koordinierenden Konjunktion, wie zum Beispiel und, zwei Substantive miteinander verbinde, dann hängt es nicht von dieser Konjunktion ab, in welchem Kasus diese zwei Substantive stehen. Ich kann sagen, mein Vater und meine Mutter wohnen in Neuchâtel. Ja? Und dabei sind wir beide im Nominativ, aber das hat nichts mit und zu tun. Denn ich kann den Satz verändern und sagen, ich gehe spazieren mit meinem Vater und mit meiner Mutter. Und da sehe ich, dass es eigentlich die Präposition mit ist, die den Kasus meiner Substantive bestimmt. Und hat keinen Einfluss darauf. Ja, das ist der Unterschied zwischen Präposition und Konjunktion. Da, das sind natürlich die syntaktischen Relationen, denn das ist immer die Relation zwischen der Präposition und dem nachfolgenden Substantiv. Oder die Relation zwischen der Konjunktion und dem Nebensatz, den sie einleitet oder die sie miteinander verbindet. Was bleibt uns? Jetzt haben wir gesehen, die Modalwörter sind satzmodifizierende Elemente, Adverben haben Satzgliedwert, modifizieren aber nicht den gesamten Satz, sondern einen Teil des Satzes, in der Regel die verbale Prädikation. Die Präposition und Konjunktion
realisieren syntaktische Relationen, denn sie verbinden irgendetwas im Satz, während die Präposition den Kasus des Nomens fordert die Konjunktion keinen Kasus, also hat sie keine Rektion. Was uns bleibt, ist eigentlich wiederum eine Art Abfalleimer-Kategorie, bei der wir all die Kriterien, die wir bis jetzt besprochen haben, negiert haben. Es sind die Partikel. Die Partikel haben keinen Satzgliedwert, sie realisieren keine syntaktischen Relationen. Das bedeutet, dass wir eigentlich jetzt bei einem Element angekommen sind, das wir negativ zu allen anderen definiert haben. Ja, Partikel hat jetzt in dieser syntaktischen Klassifikation keine positive Definition, sondern wird nur negativ relativ zu allen anderen Elementen definiert, sodass wir sagen können, okay, in einem konkreten Fall, wenn ich die Aufgabe habe, einen Satz zu analysieren und die Frage zu beantworten, welcher Wortart gehört dieses Element an, dann kann ich eigentlich die Tests durchführen und meine Überlegungen darüber anstellen, ob es ein flektierbares Element ist, ein Verb, ein Substantiv, ein Adjektiv oder ein Artikel oder ein Pronomen ist. Und dann kann ich die Tests durchführen und mich fragen, ist es ein Modalwort, ist es ein Adverb, ist es eine Präposition, ist es Konjunktion? Und wenn ich all diese Fragen mit Nein beantwortet habe, dann kann ich mir sicher sein, dass es sich um eine Partikel handelt. Ja? Mehr zu den Partikeln vielleicht noch später, aber im Moment ist es völlig ausreichend, wenn Sie sich merken, wenn ich sozusagen alle meine Tests durchgeführt habe und auf alles mit Nein geantwortet habe, dann handelt es sich um eine Partikel. So, was macht man denn im Deutschen? Ich habe Ihnen jetzt drei verschiedene Klassifikationsmöglichkeiten vorgestellt. Die morphologische Klassifikation, die semantische Klassifikation und die syntaktische Klassifikation. Ja, muss man sich jetzt für eine entscheiden? Soll man sich für eine entscheiden? Was tut man denn eigentlich? Und in der Regel ist es so, dass wir im Deutschen je nach Verlässlichkeit eines bestimmten Kriteriums eine hierarchische Anordnung von diesen Wortartklassifikationen haben. Und wir haben uns darauf geeinigt in der Linguistik, die in folgender Reihenfolge zu benutzen. Also, da die morphologische Klassifikation eigentlich am verlässlichsten sind, weil wir am Wort selbst erkennen können, ob wir es verändern können und nach welchen morphosyntaktischen Kategorien wir es verändern können, fangen wir mit der verlässlichsten Klassifikation an und sagen, alle formveränderlichen Wörter werden nach ihren morphologischen Eigenschaften klassifiziert. Wir wenden das morphologische Prinzip an. Wir haben aber gesehen, dass wir irgendwann an unsere Grenzen stoßen, weil es auch die formunveränderlichen Wörter gibt im Deutschen, die wir nicht mit morphologischen Eigenschaften irgendwie weiter klassifizieren können. Sind wir da angekommen, sagen wir, okay, jetzt nehmen wir die syntaktischen Kriterien. Ja, satzmodifizierend, nicht satzmodifizierend, mit Satzgliedwert, ohne Satzgliedwert und klassifizieren sie nach syntaktischen Kriterien. Ja. Sind wir da an unsere Grenzen gekommen? Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, ich möchte jetzt meine Adverbien noch weiter klassifizieren. Ja, denn ich habe die Adverbien wie zum Beispiel dort oder heute oder gestern, oben und so weiter. Und irgendwie bedeuten sie doch verschiedene Dinge. Und wenn ich das wollte, könnte ich dann in einem dritten Schritt sagen, wenn das Ergebnis der ersten beiden Klassifikationen nicht ausreicht, sollte das semantische Kriterium zur Anwendung kommen, so dass ich in der Klasse der Adverbien, also das Beispiel, was ich gerade gebracht habe, auch weiter unterscheiden kann zwischen lokalen Adverbien wie dort, temporalen Adverbien wie gestern und so weiter. Ja, da kommen die semantischen Kriterien, die mir etwas über die Bedeutung dieses Wortes aussagen. Diese drei Stufen sind die Stufen der Verlässlichkeit oder der Güte der Wortartklassifikationen im Deutschen. Zuerst die morphologischen, dann die syntaktischen und dann die semantischen.
Und damit sind wir eigentlich am Ende dieser Lektion angekommen und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und möchte Sie wie immer daran erinnern, dass Sie ja auch einen kleinen Test zu absolvieren haben und Ihre eigene Frage zu dieser Lektion zu formulieren haben. Und ein kleiner Ausblick auf das nächste Mal. Wir beschäftigen uns dann nun mit Einheiten, die größer als Wort sind und lernen, was sind denn eigentlich Phrasen und Konstituenten. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.